großes Schlagzeug ausgetauscht hat gegen ein etwas kleineres. Und falls ihr euch gefragt habt, was dieses Ding ist, auf dem er da sitzt und die Aufgaben macht, das nennt sich Cajon. Und so wird es bei Athletics benutzt. Wir wechseln mal zwischen diesen beiden Instrumenten. Er ruft wie der Sau! Es gibt keinen Trommler, mit dem ich lieber zusammenspielen würde. Deswegen möchte ich jetzt schon einmal einen riesen Applaus hören. Das ist er. Er ist für die tiefen Töne in der Bauchregion zuständig. Das heißt, wenn ihr heute gefühlt habt, dass es hier kribbelt, dann kommen die Töne definitiv von ihm. Deswegen ein Riesenapplaus von Alpha für unseren Bassmann, Beauty! Normalerweise hat er 1000 Knöpfe an seinem Keyboard. Und es gibt ganz viele verschiedene Songs, die er bei Luxus Live benutzt. Aber das erste, auf das er sich heute gestürzt hat, als er reingekommen ist, war dieser Flügel. Deswegen ein Riesenapplaus für den Mann, der bei uns die schwarzen und weißen Tasten bedient, heute sogar einen Flügel. Das ist er und ich möchte, dass ihr ihm einen extra Riesenapplaus gebt, weil er uns wirklich von Herzen unterstützt und nicht nur das aus irgendwelchen Geldsachen raus, sondern weil er an das Projekt glaubt. Genau wie wir. Ein Riesenapplaus für unseren Produzenten und Freund, Gaston Südo! Den ich sehr bewundere, weil der so ein totaler Herzmusiker ist. Das kommt alles bei ihm spontan aus dem Bauch raus. Und ich weiß auch nicht, wie er es macht, aber er kann alle Instrumente einer Rockband. Sei es Schlagzeug, Klavier, Bass, Gitarre oder Gesang. Kann er spielen. Ich weiß nicht, wie er es macht. Er setzt sich einfach dran und rockt das Haus. Aber wegen deiner Gitarrenkünste bist du bei uns. Und, deswegen möchten wir dich nie mehr vermissen. Heute in der braven Akustikvariante. Ein Riesenapplaus an unser Gitarristen, Henrik! Vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Und ich glaube, deswegen, weil wir halt ja, vor so einem tollen Publikum andauern spielen können, da trägt die Menge so bei, weil sie einfach so authentisch ist und einfach so ist, wie sie ist. Weißt du? Und dazu ich mal. Weißt du? Das plus ihre wunderschöne Stimme, das ist die Genie. Und deswegen ist sie bei uns und wir wollen sie nie wieder missen. Gibt alles für diesen wunderschönen Gesang.